muss ich hin. Genau, bei, also wenn du bei, bei Pratt gestunt wirst oder so und da im Stunlock bist, dann bist du sehr schnell tot und hier halt nicht so. Es sei denn, du bist halt ein Squishy Carry oder so, da kann das natürlich auch sein, wenn dann gefokust wird. Also die Time to Kill ist da ein bisschen kürzer. Hier ist es ja, gerade weil die Tank-Items so stark sind in dem Game hier. Oh, Digga. Drück doch mal einen Stein. Oder? Aua. Ist er voll rein? Ja, aber sowas von. Alter, jetzt steht die davor. Nee, kann ich nicht mehr machen. Digga. Die hat sich so gut davor gestellt. Ah ja. Jetzt habe ich meine Daily. Aber warum bist du denn noch gestorben, Digga? Hä? Weil ich konnte ihn nicht treffen. Erst war er zu weit weg und dann hat sich die Gadget vor ihn gestellt und hat Murdoch durch die Gadget mich gekillt. Also ich habe auf die Gadget geschossen. Und ich habe zwei Schüsse daneben geballert. Welchen Rang habe ich? Noch gar keinen Rang habe ich. Brett fühlt sich von den Runden her an mehr wie ein MOBA an, genau. Bei Brett kommt es halt auch mehr darauf an, wie man die Lanes settet und so. Das verzeiht halt viel weniger als hier, weil hier ist irgendwie nur so eine Kloppe. Oh, Digga. Ich muss auch mal Last hitten hier. Ich muss erstmal mich dran gewöhnen, das ist mein erstmal, dass ich einen Schießerhelden heute spiele. Ein Schießerhelden? Ja. Vorsicht. Digga, geh weg mit dem Ding. Kann ich auch zu dir sagen, mein Freund. Ich habe nichts mehr, um Leben dazu zu kriegen. Mann, Alter, das ist strong. Boah, Alter. Geil, du musst ein bisschen mehr Last tippen auf jeden Fall. Ja, ist mein Bad. Kalari ist zum scheiß Zeitpunkt gekommen. Die Wave ist voll für uns gegen uns geputzt. Ja, jetzt stirbt sie und flamet uns jetzt gleich. Ich probiere jetzt gleich einen Stein zu schmeißen, um sie zu retten. Pass auf, Gadget, komm über links. Oh, was? Ich muss mal back, Digga, das ist mir zu risky. Wir gehen jetzt gleich drauf. Ich würde auch weggehen. Da kommt sie wieder. Das ist halt fies, die können halt jetzt krass poken, ne? Poken. Poken! Bin wieder auf dem Weg. Bleib am Leben! Ja, ich muss jetzt back. I must rest for a bit. Ja, das ist aber 7 Last Hits mehr als der Murdoch. Krass. Hast du auch Wards? Ja, aber jetzt rausgehen worden, da steht da sogar noch einer. Ich denke bald nicht mehr. Overprime macht sehr viel in kürzerer Zeit, hören gut auf ihre Community und haben da ganz mehr durchdacht, als man denkt. Desto mehr Ranked ich spiele, desto durchdachter kommt es mir vor, wenn die Leute mal etwas langsamer und sicherer spielen. In League habe ich teilweise die doppelte Menge an Kills in derselben Zeit, da soll mir keiner was von Killfest erzählen. Muss ich dir widersprechen, weil erstens, warum vergleichst du das Game mit League? Was hat League of Legends damit zu tun? Das machen nämlich sehr viele und nehmen das als Standard da, aber League of Legends, also du kannst auch Quake mit Arma 3 vergleichen, sind auch beides Shooter, aber die haben ja nichts miteinander zu tun. Digga, triff doch mal einen Stein, Alter. Ja, das immer sagt, Digga. Aus dem Wolf auf die Minions werfen. Das ist mein unterstützender Rave hier. Was wollte ich noch sagen? Genau, und es geht ja nicht um die Anzahl der Kills pro Runde, sondern es geht darum, wie viel gekämpft wird und wie fightlastig das Game ist. Und das ist mein Kritikpunkt. Nicht, dass viel gekämpft wird, sondern dass, wenn du gekämpft hast, dass man so schnell wieder spawnt, dass es gar nicht mehr aufhört zu kämpfen. Also, dass man nicht mehr aufhört zu fighten. Der ist jetzt kommt von uns. Alter, was? Jetzt snipen. Ja. Der Murdoch ist fast tot. Ja, der muss weg. Ich werf mal, 5 Sekunden brauche ich für einen Stein. Bis dahin ist er weg. Ah, wie close, Bruder. Wie close.
Sag ich doch. Geh mal kurz der Gadget entgegen. Oh, fuck. Ach so, ich dachte, du meinst der Gegner-Gadget. Ich dachte, hä? Nein. Er geht dir entgegen und will da runtergehen. Hier ist ein Feng Mao. Der ist ein bisschen blind gewesen. Kann er nicht hinterhergehen, der ist ein Murdoch. Ist raus. Sehr gut, du hast es überlebt. Ja, hier sind vier Leute. Pass auf, der Murdoch, nicht, dass der dich holt. Nee, nee. Der ist Level 4. Ja, wir hatten ja einfach zu viele Leute. Kalari ist jetzt da, aber Kalari ist halt auch. Was will die denn machen da gegen vier Leute? Nee. Sie muss in der Laning-Phase schon komplett eskalieren. Nee, ich kritisiere damit die Leute, die es mit League vergleichen. Es kommen Leute und sagen, es ist nicht so taktisch im Gegensatz zu League ein Deathmatch. Stimmt halt einfach Real Talk nicht. Es ist nicht weniger taktisch. Ich glaube auch, also ich glaube, jedes Spiel ist auf seine Art und Weise taktisch. Ich glaube auch, dass Overprime taktisch ist, aber die Taktik bei Overprime ist halt nicht Lanes pushen und Lanes freezen und die Minions pushen lassen und dann eine andere was anderes machen, Objectives holen, bla bla bla, weil du kannst die Minions fast ignorieren, sondern, und du musst sehr viel um die Objectives spielen, also um den Orb Prime und um den Raptor. Wo ist eigentlich mein Support? Noch ich da? Bin gerade in dieser Sekunde zurückgeportet und mein Gold ausgeben. Ja, was. Und die Taktik ist es halt, die sie nicht ändern werden. Auch wenn man sagt, ja, die Entwickler, die hören auf die Spieler und sonst was. Das machen die auch alles sehr hervorragend. Aber sie wollen nicht, dass das Spiel so ein Spiel wird, wie es bei Paragon war. Sondern sie wollen, dass es halt so actionlastig ist. Also, du hast schon recht, ne? Also, Teamfight und Objective, das ist hier so der Team, pass auf, du wirst gleich gegankt, da steht kein Wort. Also, vielleicht wirst du gegankt. Wo ist denn mein Supporter? Ich bin gerade auf dem Weg. Digga, wie lange bist du in der Base? In der Zeit habe ich drei Waves gepusht und einen gekillt. Ich muss das Item, was ich kaufe, suchen. Nein, Mann, Profis. Warte, ich brauche noch ein Last Hit. Also es geht mehr um Teamfights und um die Objectives. Gerade die Objectives sind richtig wichtig. Aber ich finde... Objectives hier sind keine Tower. Also bei ja, Pret sind die auch wichtig, aber bei Pret sind halt die Tower übelst wichtig und hier halt gar nicht. Ja, ich meine mit Objectives... den Raptor und den Prime. Ja. Aber das, ich muss sagen, das macht mir auch mehr Spaß, wenn die Kills mehr entscheiden, anstatt nur dieses Gefarme. Nee, ich will nicht... Weil Minion Last Hitten kann jeder. Ja, genau. Und das ist eben das Problem, weil hier ein Minion Last Hitten übel einfach ist, während bei Pret ein Minion Last Hitten nicht einfach ist. Da triffst du nicht einfach jedes Minion oder kannst jedes Minion Last Hitten, sondern bei Pret kommt es halt drauf an, wer farmt besser, weil Farmen ist in Pret halt auch übel wichtig, bis es halt später zu den Kills geht. Und hier ist es halt komplett vernachlässigt. Also man sieht halt, dass die wollen, dass es hier um Kills geht. Und ich finde es ja auch geil, dass es hier um Kills geht, aber ich finde, dann passt das MOBA-Prinzip nicht. Dann müssten die eher sowas bauen wie bei Overwatch oder sowas, dass du so ein Payload-Dings hin und her schiebst oder dass du vielleicht auch Gebiete einnehmen musst, weißt du? Oder Gebiete halten musst oder sowas. Oder dass du eine Minion-Wave oder dass du halt einfach eine Solo-Lane hast mit zwei Junglen auf der Seite, dass es so ARAM-mäßig ist. Das würde ich alles cool finden. Aber es ist halt leider nicht so. Oh, shit. Alter, ich bin sowas von tot. Wenn Murdoch mich jetzt ultet. Er ist Level 6, aber er schießt nicht. Ich muss back. Lol, warum ultet er mich nicht? Und ich finde Overprime wäre, glaube ich, ein geileres Game, wenn es kein MOBA wäre, sondern wenn die sich ein eigenes System ausgedacht hätten. Ich finde, das ist durchaus, das MOBA-Prinzip ist ja das mit den drei Towern und mit den XP-Farmen und dem Chor. Und das Ding ist, du kannst natürlich auch einfach sagen, jo, es gibt halt über Heldenkills genauso viel XP wie über Minions und du kannst quasi nur von Kills leben und dann ist es trotzdem noch das MOBA-Prinzip. Es ist dann eher ein Brawler-lastiges MOBA, wo es dann mehr über die Kills mehr entscheiden, was mir persönlich besser gefällt. Ich finde aber schon, dass das auch durchaus zusammenpasst. Ja, also ich find's besser, wenn das einfach... Das macht natürlich, es ist alles Geschmackssache. Also man kann ja nicht sagen,
Das eine ist besser und das andere ist schlechter. Aber das sind halt so die Kritikpunkte, die ich habe und weswegen mir Previous Tests einfach mehr Spaß macht, weil es da ruhiger zugeht und halt nicht die ganze Zeit dieses Gekloppe. Mir macht ja zum Beispiel auch Overwatch überhaupt keinen Spaß. Mir macht Overwatch einfach gar keinen Spaß und es gibt ja viele Leute, die feiern Overwatch. Vor allem Overwatch 2 hat jetzt auch wieder einen kleinen Hype gehabt. Und die, solche Leute würden ja auch viel mehr Overprime feiern. Aber das ist halt nicht das, was ich spielen will, weil mir macht Overwatch schon keinen Spaß. Oh, jetzt brauche ich dich. Scheiße, ich hab geblinkt. Oh, Junge. Lass mich doch vor. Wenn die mich nochmal hittet, bin ich tot. Ich bin tot. Die Minions hitten dich. Jo, ich platz. Whing. Schade. Die einfach reinblinkt mit K.O. fünfte Leben. Ich hab falsche Taste gedrückt. Ja, und ich wollte eigentlich für dich tanken kommen, aber das Problem war, du hast mich nicht vorbeigelassen. Toll. Aber ja, Respawn-Zeit ist zu kurz, Sprint und Jump, das stimmt, aber kann aus verlässlicher Quelle sagen, dass das zeitnah eine starke Änderung geben wird. Ja, das hoffe ich. Aber wie gesagt, ich war beim ersten Test dabei, ich war beim zweiten Alter, Test dabei. Was ein Stein. Ich war beim finalen Test dabei, ich war bei allen Tests dabei und die haben diese Sachen, die haben die Minions nicht einmal anders gemacht, die haben die Tower nicht anders gemacht. Sie haben nichts an diese Sachen verändert und das sind einfach nur Werte, die man eintragen muss, dass die Minions, dass man die schwerer last hitten kann, dass sie mehr Gold geben, dass Kills vielleicht weniger Gold geben, dass man Tower nicht einfach killen kann, ohne dass die Minions im Tower sind. Weißt du, das sind alles so Sachen, die wurden bisher nicht ein einziges Mal adressiert. Und also deswegen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, ich gebe das sehr ungern zu, aber ich finde, seit dem Beta-Test, den ich da mitgemacht habe, hat sich das Spiel verschlechtert. Weil es ist alles gleich geblieben, bis auf, dass sich manche Sachen halt ins Negative verändert haben. So zum Beispiel das mit den Portalen, das war vorher viel besser. Weißt du denn, ob die Portale, ob da was passiert ist? Die hatten keine Cooldown, auf keinen Fall. Du konntest den Leuten hinterher. Das ist jetzt nicht mehr dran. Ja, ich glaube, es gab eine Anzahl an Leuten, die da durchgehen konnten. Die Gadget, ne? Die weicht meinem Scheiß da immer aus. Die sieht den Stein kommen, da muss ich aus der Unsichtbarkeit werfen. Ich mag es, dass es etwas schneller ist, mehr Action bietet als andere MOBA-Spread, aber das Game wird sich den ruhigeren MOBAs zeitnah ab... Warte, Moment, ich muss kurz gucken. Power, das kann ich so viel machen. Alter, Gadget macht so viel Schaden. Ja, hab ich schon gerade gesagt. Komm, wir gehen auf die drauf. Schafft man das? Nein. Die Gadget hat mich so K.O. gepokt. Pass auf. Die gehen dann so auf den Sack. So auf den Boden. Oh, wäre der letzte Schuss noch rausgekommen. Geh raus. Hey, wo bist du? Ich kann nicht. Nein. LOL. Alter, die Gadget, ne? Dieses Gepoke. Ja, du kannst ja zurückpoken, aber du trittst ja nie einen Stein. Ja, ich treff Steine, aber die machen nicht so viel Schaden wie Gadget. Gadget macht 3 Minen und ich bin unter Half-Life. Was baust du für Items? Jetzt gerade habe ich ein Item gebaut, womit ich bei Assists Leben wieder kriege, aber wir machen ja keine Kills. Vielleicht macht da jetzt Dings noch einen Kill. Ah ja, Kalari hat noch. Lol, das Kalari ist eigentlich der Fehler in der Matrix gerade. Kalari müsste eigentlich die ganze Zeit ganken kommen. Ja, die hat aber 6 Kills, also. Ja, schon, aber die könnte halt hier die ganze Zeit den Gadget und den Carry wegkriegen. Die ganze Zeit, weil die können ja nichts machen, Digga. Wie will die Gadget denn gerade ihren Carry beschützen? Weiß nicht. Aber kannst du auch einfach einen Stein treffen und wir killen die. Ja, dann treffe ich den Stein und dann bin ich den die Schwert. Digga, das ist weit weg. Guck dir sein Leben an. Ich muss back. Da kommt Gadget. Digga, sie hat's noch getroffen.
Wenn sie einfach in den Tower hinterher, die greedige kleine. War vor allem, dass sie so schnell war auf einmal. Ja, sie hat ja diesen Sprintbar. So, Moment. Aber ich mag, dass es etwas schneller ist und mehr Action bietet als andere MOBA Spread. Aber das Game wird sich nach dem ruhigeren MOBA zeitnah annähern. Das weiß ich aus guter Quelle. Die haben gutes Feedback enthalten und arbeiten schon dran. Thread ist safe, schon tot. Komplett falsche Strategie. Boah, also bei mit solchen Aussagen, so dass irgendein Game tot ist. Erstens kann das keiner von uns in irgendeiner Weise wissen. Und zweitens glaube ich, dass Pratt momentan noch nicht mal angefangen hat, wirklich. Und wenn man halt mal guckt, ist Pratt bei den meisten Streamern und Paragon-Leuten viel, viel beliebter als Overprime. Und klar wird Overprime eine eigene Fanbase haben und vielleicht auch eine asiatische, viel größere Fanbase haben. Aber ich glaube, die Leute, die wirklich Paragon spielen wollten, die gehen meistens zu Pratt. Und bei Pratt ist ja, die machen ja noch nicht mal wirklich Marketing. Was natürlich auch, was auch ein Fehler ist, aber wenn, ja, aber wenn sie es irgendwann machen. Ja, das Problem ist, dass Pratt in allem schneller ist. Nicht nur in dem, nicht nur im Gameplay, sondern halt auch in dem Marketing-Kram und so, ne? Und dann kann es halt schon zu spät sein, wenn die Leute sich erstmal an Pratt gewöhnt haben, also an Overprime gewöhnt haben. Ja. Mitte ist viel los. Das kann gut sein, aber deswegen, wie gesagt, das macht für mich das Spiel halt nicht besser oder schlechter. Ob die jetzt Marketing machen oder nicht. Aber das ist halt. Das sorgt halt haben dann wir einen dafür, Tank hier in der Mitte? Ist. Bin ja negated. Bin am Tünnlast. Wir sind jetzt am Rampage. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich stehe daneben dran. Mini Prime machen. Ja. Ich bin Half-Life, schaffen wir den? Ja. Wir haben Kalari dabei. Ja, Kalari ist gefeedet. Oh, guck mal hier. Aua, Alter. Ich hab ihn noch getroffen. Ich hab ihn noch getroffen. Ja, ich bin hier, ich bin hier am Dings dran. Der hat schön von vorgearbeitet. Kalari macht hinten den Ding. Jo, läuft. Passt doch, super. Sehr gut. Unser Tower fällt gerade. Oh, unser Tower ist gefallen. Egal, Tower für Prime geht klar. So. Predecessor ist halt nicht playable in meinen Augen. Kaum Champs, kein Rank. Ich habe das Game nach 2 Matches direkt zurückgegeben. Die Frechheit, die hatten so viel Geld gefundet und haben ein Dreivierteljahr nichts geschafft. Also siehst du, also okay. Je mehr ich von dir lese, Memplex, desto mehr sehe ich halt, dass du dich mit der Materie jetzt nicht so beschäftigt hast. Oder Mitte, vielleicht. Mitte. Jo, komme. Oder vielleicht nur einseitig beschäftigt hast. Weil, also das ist halt keine neutrale Meinung, sondern das ist halt jetzt so ein Standpunkt, so, jo, Overprime ist besser. Ich bin da. Der Mörder läuft weg. Jo, ich krieg ihn nicht. Ich krieg hier aufs Maul. Boah, was? Der Murdoch lebt immer noch? Ey, ich hab den mit dem Rechtsklick getroffen, alles. Jetzt hat er mich noch gekillt. Du warst noch oben, ne? Ich bin wieder hoch teleportiert. Ich bin mit runter und hab ihn gehittet und hab ihn nochmal mit dem Rechtsklick gehittet. Komm, Kalari. Kalari regelt das schon hier. Genau, also in einem Dreivierteljahr nichts geschafft, stimmt zum Beispiel auch nicht, weil die haben die komplette Engine gewechselt von Unreal Engine 4 auf Unreal Engine 5. Und dazu musst du halt auch noch sagen, oder habe ich das hier schon gekauft? Yes. Also die sind auf Unreal Engine 5 gewechselt. Dazu musst du sagen, dass die Entwickler von Omida Studios, die haben mit, keine Ahnung, 3 Leuten angefangen oder so. Und die von Soul Eve, die haben ein komplettes Entwicklerstudio von Anfang an gehabt. Also die haben quasi, die haben gesagt, als Entwicklerstudio, oh, wir machen das jetzt mit Rocket Mania zusammen, der ja schon viel vorgearbeitet hat. Während die von Omida Studios sich ja erstmal, also die mussten ja nicht nur einfach Spiele programmieren, sondern, kommt Gadget jetzt. Zu dir. Kommt zu dir, aber das kommt. So, wir haben uns gegenseitig gekillt. Beide? Ja. Immerhin. Warte mal. Immerhin!
Mal kurz gucken, was ich hier kaufen muss. Das hier fehlt mir noch. Physische Kraft. Jetzt. Genau, und deswegen kannst du es halt nicht sagen, dass sie gar nichts gemacht haben, weil die haben ja viel weiter hinten angefangen als Soul Eve. Und Soul Eve ist ja auch, hat ja Netmarble im Rücken, die ja schon eine sehr bekannte und ja, erfolgreiche Firma sind. Also das kannst du ja gar nicht miteinander vergleichen. Und dazu muss man halt auch sagen, dass das Gameplay von Pratt viel runder ist und viel, wie sagt man, qualitativ hochwertiger als von Overprime. Weil hier, wie viele Bugs hier sind, an wie vielen Stellen man hängen bleibt, an wie viel, keine Ahnung, man backt sich in irgendwelche Minions rein oder sonst was. Das ist bei Pratt halt schon alles besser, muss man halt schon fairerweise sagen. Ich weiß nicht. Also, ich finde, die Spiele haben, also das ist halt auch das Problem, was ich finde. Die Spiele haben alle so das, ihre Vorteile. Aber halt unterschiedliche Vorteile, weißt du, wie ich meine? Ja. Gehst du rein? Oh. Ja, komm, wir gehen rein. Ich wollte eigentlich nicht reingehen, aber... Oh, Digga, was war das? Wo ist der Stein hingeflogen? Ja, geht nicht rein, geht nicht rein. Ich bin schon wieder zu lowlight. Alari will unbedingt rein. Alter. Hinter uns ist ein Murdoch, Leute. Wenn er mich noch einmal hittet, bin ich tot. Ich stehe extra dazwischen. Ja, ich stelle mich hinter dich die ganze Zeit. Nein! Ich konnte nichts machen, außer darauf zu achten, dass ich vor dir stehe. Ja, nee, war gut. Ja, das ist auch so eine Sache bei Overprime. Die Teamfights sind so unübersichtlich. Ja! Sich da mal auszumachen, um dir den Arsch zu retten. Ja, ich sag ja, und das, die dauern so lange, die Teamfights teilweise, und deswegen fühlen sich die Attacken halt auch nicht so wichtig an, weil du kannst sowieso im Teamfight 6 Steine werfen, also übertrieben jetzt, überspitzt gesagt. Und guck mal, wenn jetzt pushen, jetzt ist Shinbi, ist zum Inip gekommen und jetzt ist der Murdoch, ist jetzt schon wieder gespawnt, ist jetzt schon wieder da. Ja, das mit dem, dass die zu schnell spawnen, das hatten wir ja auch, also dieselbe Problematik gab es ja auch bei, wie hieß das noch? Dieses von oben auf der Playstation? Genesis. Ja, genau, da war ja auch das Problem, dass die zu schnell gespawnt sind. Ja. Und vor allem, das Ding ist, wenn man diese Sachen adressiert und verbessert, dann kannst du easy ein viel geileres Game machen als bei Pratt. Also dann, ja, aber das, wenn die das Game hier so umbauen werden, dass es sich so spielen lassen würde wie Pratt, von den Fights her und so, also... Dann würde ich viel lieber Overprime spielen. Ja, aber das Ding ist, du sagst ja gerade selber verbessert. Und dann davor hast du ja gesagt, man kann nicht sagen besser, weil es Geschmackssache ist. Die wollen halt, dass das Spiel so ist. Ja, genau. Ne? Und das ist mein Problem mit Overprime. Die wollen, dass das halt so ist. Das ist gerade sehr schön gesagt. Das ist dein Problem mit Overprime, ja. Das ist halt, wie wir schon gesagt haben, Geschmackssache. Ja. Und wie gesagt, also wir diskutieren jetzt über diese ganze Sache, aber also Overprime macht mehr Spaß. Ich zock das heute den ganzen Tag. Ich könnte auch einfach Pratt spielen, wenn ich wollte. Aber mir machen beide Spiele Spaß. Das ist aber auch scheiße, ne? Also weil, wie ich schon sagte, jedes hat so seine Vorteile, alles macht dir Spaß. So hast du nicht manchmal den Struggle? Ja, natürlich. Aber der Struggle wird mir abgenommen von den Updates. Ja, das ist gut. Oder von der erfolgreichen, also von der Quote auf Twitch. Ja. Da muss ich so nach dem Motto, ich hab keinen Bock, das selbst zu entscheiden. Ich lasse es einfach geschehen. Ja, aber guck mal, jetzt habe ich 33 Zuschauer und wenn ich Pratt spiele, habe ich auch, keine Ahnung, 30, 40 Zuschauer. Also es macht keinen Unterschied. Weil die meisten Spieler spielen beides. Das zweitmeiste Lager von meinen Zuschauern findet Predecessor besser und dicht gefolgt von Overprime. Also da ist kaum ein Unterschied festzustellen. Und das vierte Lager heißt Irby. Das vierte Lager heißt Irby, ja, genau. Bist du da vorne? Ne, du bist hier, ne? Aber die brauchen jetzt bestimmt Backup. Wir brauchen jetzt erstmal jemanden, der wen killt oder was initiiert hier. Ich hab 4-7-8, weil ich die ganze Zeit nur im Laber bin. Au! Guck mal, so trifft man Steine! Alter! Über die halbe Map hat er geworfen. Ja, hab ich doch auch schon gemacht. Hab ich doch auch schon gemacht. Trainingsmodus oder was? Guck mal, da geht Shinbi rein.
Du erinnerst dich aber nicht mehr an meine geilen Steine, die du da... Du hast sogar einen TikTok-Clip, Junge. Ja, wie lange ist denn der hier? Ein halbes Jahr. Guck, der hat schon wieder getroffen. Ja, und so lange habe ich keine Steine mehr geworfen. Ein halbes Jahr. Weißt du Bescheid? Warum stehe ich vorne? Geh mal ein bisschen nach vorne. Ja, weil du so weit da vorne bist. Ist sowas kaputt? Murdoch wird mich killen. Jo. Ich brauch Lifesteal. Und hier noch Kalari, also. Ist hinter mir noch einer? Und das ist auch so ein Ding. Das ist auch so ein Ding, du hast, wir haben jetzt einen Inhib geholt und das ist gefühlt, bringt das halt einfach gar nichts. Ob die jetzt einen Inhib haben oder nicht, wen juckt es? Das macht so gut wie keinen Unterschied. Lol. War noch $300. So, wo bin ich stehen geblieben im Text hier? War lange Predecessor-Follower und Fan, aber als ich Overprime gesehen habe, kam ich mir vom Predecessor sehr verarscht vor. Der Wechsel auf Unreal Engine 5 war in meinen Augen unnötig. Weiß nicht, ob das nicht ein bisschen daneben war. Warum soll das daneben sein? Unreal Engine 5 ist doch das Beste, was du jetzt machen kannst. Weil du hast dein Game quasi für die Zukunft fit gemacht und kannst eine neue Engine benutzen, die jetzt der Standard sein wird der nächsten 10 Jahre. Also warum noch auf eine alte Engine dann setzen? Also vielleicht ist es nicht nötig, aber es verschafft dir auf jeden Fall Vorteile. Das wird sich wahrscheinlich später rentieren, ne? Genau, das ist halt ein Investment. Die haben jetzt angefangen, das zu benutzen. Und jetzt bringt es vielleicht noch nicht viel und deswegen hat es sich vielleicht auch nach hinten geworfen. Aber im späteren Verlauf des Spiels, wenn die Grafik verbessert wird... Digga, er hat mich schon wieder fast mit dem Stein getroffen, aber ich bin auch fast reingelaufen. Also später wird das halt ein Vorteil werden. Wo ist mein Tank? Der ist in der Base. 4, 8, 9. Ich muss mir jetzt noch einen Quadra-Kill machen. Ach, du bist so gut? Ich bin nur am Labern. Ich spiel gerade auf Autopilot ein bisschen. Kalari ist da vorne. Wir gehen jetzt hier durch die Mitte, oder? Ah, danke. Ja, wir können eh nichts machen. Ja, wir müssen aufpassen. Rechts, links, okay, wir können eigentlich pushen die Mitte. Lass mal zu rechts gehen, oder? Okay, dann gehen wir nach rechts. LOL! Wie der auf den Kopf gesprungen ist. Der Hund, dafür kriegt er jetzt auf die Schnauze. Der ist geblinkt. Ah, da. Haben wir noch, aber. Das wird nichts. Der ist zu tanky, der war auch in seiner Ulti. Und du stehst da hinten. Ich mach die Ulti Minions damit wir hier. Geh weg. So, jetzt. Oh, hä? So, die hat alle Minions weggemacht. Ja, Geh mal da rein. Oh, ist das unsere Ulti? Warte, hier, Rampage hinter uns. Oh, Digga, ich sehe gar nichts. Hau einfach drauf, ich stehe ganz vorne. Ja, ich bin dran. Schön Blast. Oh, hinter uns. Auf mir, es fängt Maut auf. Ich hab den Stein abgefangen. Hau alles drauf, was du hast. Ich hab zwei gekillt, aber Twin Blast lebt noch. Ich hab jetzt erst Lifesteal. So, aber Shinbi hat den linken Nip in der Zeit geholt und macht gerade den Core. Ja, und überleg mal, was wir gerade für einen guten Fight hatten, obwohl wir einer weniger waren, wenn Shinbi da links ist. Unreal Engine 5 ist die Zukunft. Also unterschiedlich sind die Ansichten, aber bei Pratt fühlt sich für mich nicht fertig an und ich kam mir als User über die Beta im Frühling gespielt hat, jetzt bei Release vor allem gegen Entgelt absolut verarscht vor. Aber ich denke, die Spielerzahlen sprechen eine deutliche Sprache. Nee, die Spielerzahlen sprechen keine deutliche Sprache, weil du halt was bezahlen musst, um es spielen zu können. Während Overprime halt for free ist und es einfach jeder spielen kann. Du müsstest dann die Spielerzahlen von Pratt vergleichen, wenn das Game halt auch free-to-play ist, aber kannst du dann auch nicht mehr vergleichen, weil das Game dann halt schon ein halbes Jahr alt ist.
oder ein Jahr. Weißt du, das Ding ist, dass die, dass Pratt am Anfang ein paar mehr Sachen richtig gemacht hat mit der Werbung und mit dem Free-to-Play und das wird sich durchziehen. Also wahrscheinlich bis die Spiele irgendwann dann beide down gehen. Weil die Leute dadurch spielen jetzt viel mehr Overprime und diese Leute gewöhnen sich an Overprime, dann sind die wahrscheinlich mit Predecessor nicht zufrieden und ja, dann wird das so bleiben. Ich denke schon, dass die aktuellen Spielerzahlen schon großen Einfluss darauf nehmen, wie es in der Zukunft mit den Spielen weitergeht. Machen wir Ranked? Warte mal, ich muss erst mal lesen hier. Bei mir läuft Pratt auch nicht so prickelnd, teilweise keine Sounds bei Autotext und so weiter. Ich habe schon mehr Probleme als Fold. Also ich habe bei Pratt null Probleme. Ich bin noch nie rausgeflogen, hatte noch nie einen Bug gehabt. Während ich, also bei, ich meine, bei Overprime legt sich das langsam, aber ich habe bei Overprime viel mehr Probleme. Ich freue mich, wenn eins überhaupt auf Konsole landet. Ja, die wollen eine Super Minions sehr viel, was? Die wollen die Super Minions sehr viel stärker machen wegen Inip-Thema. Das ist schon mal, ja, siehste, also ich sage ja auch, die Games, ja, die können sich ja auch verbessern, weißt du? Und ich sage ja nicht, oh, das eine Game, das ist tot, oh, das andere Game wird's machen, bla bla bla, das sage ich alles gar nicht. Sondern ich sage, ich meine, ich habe auch ein über 30 Minuten langes Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht, könnt ihr euch mal angucken, Overprime gegen Predecessor. Da habe ich alle Punkte aufgezählt. Und ich finde halt nicht, ein Spiel macht irgendwas besser, also ich finde nicht, ein Spiel ist besser als das andere, sondern ich sage, das eine Spiel macht das richtig, das andere Spiel macht das richtig. Hier zum Beispiel finde ich die Grafikeffekte geil, der Sound ist Hammer, das Trefferfeedback ist geil und so weiter und so fort. Aber dafür finde ich halt das Core-Gameplay bei Pratt besser. So, und jetzt, was wäre denn, wenn bei Pratt, wenn sie bei Pratt die Sounds geiler machen, die Grafikeffekte geiler machen mit Unreal Engine 5 Grafik, und da kommt auch Ranked rein, da kommen mehr Helden rein. Also wo ist dann der Nachteil zu Overprime? Dann hat Overprime für mich keinen Nachteil mehr, eher... Nee, dann hat Overprime keinen Vorteil mehr, eher nur Nachteile. Warum soll ich dann Overprime spielen? Andersrum können wir es spinnen. Was ist denn, wenn Overprime jetzt hingeht und macht das Gameplay ein bisschen langsamer, beziehungsweise die Respawn-Zeiten höher, verbessert die Minions, macht die Türme stärker und macht, keine Ahnung, macht diese ganze MOBA-Komponente einfach präsenter im Spiel... Welchen Vorteil hat dann Predecessor, weißt du? Und momentan macht das eine Game das gut und das andere Game das gut und man muss sich halt aussuchen, was einem gefällt. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass eines der Games momentan besser oder schlechter ist. Vor allem, wenn ich halt immer Umfragen mache. Klar, die Spielerzahlen sagen eines, aber egal, wo ich Umfragen mache oder gucke oder sonst was, da sehe ich nicht, dass da irgendein Game vorne ist oder also meine Zuschauer, die auf meinem YouTube-Kanal meine Videos gucken, die finden im Großteil Predecessor besser. Und das habe ich in jeder Umfrage bisher gesehen. Es hat noch nie eine Umfrage was anderes gesagt. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube